nicht unser Hier ist der Thema Flex drin. Von Strong and Flex TV. Wir sind in Köln anlässlich des Mediakraft Summer Camps. Hier sind die ganzen coolen YouTuber Deutschland zusammengekommen. Und hinter mir haben wir eine Klimmzugstange. Und immer wenn der Flex zweimal die Woche laufen geht, das tut er Donnerstag und Sonntag, jetzt wisst ihr es, macht er danach ein paar Klimmzüge und ein paar Push-Ups. Ihr seid eh warm, integriert das in euer Ausdauertraining, euer Lauftraining und ihr werdet fitter. Klimmzüge ist eine der besten Übungen, die es gibt und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Okay, grundsätzlich spielt es keine so große Rolle, ob ihr im Rissgriff oder im Kammgriff greift. Ja, besser ist natürlich den Daumen drumherum, ihr könnt auch oben drauf legen. Das ist völlig egal. Ich mag es eigentlich fast lieber, den Daumen nach oben zu tun. Die Griffbreite ist entscheidend. Wenn ihr breiter greift, habt ihr mehr Muskelspannung. Es wird auch schwerer. Findet da für euch das Maß. Ja? Dann ist natürlich ein bisschen eine Frage Wiederholungszahl. Klimmzüge sind natürlich verdammt hart. Ist definitiv eine fortgeschrittene Übung. Wenn ihr 8 Dinger hinbekommt, dann macht die Übung für euch definitiv Sinn. Dann seid ihr im Bereich des Muskelaufbaus. Wenn es mehr ist, ist cool. Und ich guck mal, was ich heute einfach schaffe. Ich versuche, ganz sauber zu machen. Wirklich von ganz lang bis ganz rauf. Okay. Und here we go. Aber oh, weißt du was? Es ist verdammt heiß hier. Oh. So ein Poser, oder? Ich muss das Shirt ausziehen. So. Jetzt geht's. Seht ihr, Strong ist ein krasser Personal Trainer. Der sieht nicht oft Sonne. Genau. Und immer schön rauf, bis das Kinn über der Stange ist. Was ist natürlich richtig fies, weil er immer komplett aushängt und immer komplett neue Muskelspannung aufbauen muss. Wenn die Gelenke einen Tick mehr schonen will, dann könnte er auch kurz vorher aufhören und wieder sich nach oben ziehen. Jetzt kämpft er ein bisschen. Da gehen bestimmt noch 2. Einen schaffst du noch, einen schaffst du noch. Ja, ihr seht, er nimmt die Knie ein bisschen zur Hilfe. Jetzt wird es ein bisschen unsauber. Aber er ist ja ein Sportler. Der Rücken hält es bestimmt aus. Schön. Ah. Ja. Ein bisschen außer Atem. Sehr viele große Muskelgruppen beteiligt. Größter Rückenmuskel, den ihr habt. Lat, Brust, Bizeps, Schulteranteile. Top Übung. Und du musst nirgendwo ins Gym rein. Irgendwo beim Nachbarn oben an den Balkon. Irgendwo eine Stange. Kannst du überall machen. Rockt und macht dich fit. In diesem Sinne, bitte abonnieren, eins unserer letzten Videos anschauen und fit werden. Bis dann. Ciao.